Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Plaudervideo. Euch war ja hoffentlich klar, dass genau so ein Video zum Disneyland Paris noch folgen wird. Denn dann kann ich nochmal so schön berichten über unseren Tagesausflug. Ich kann Sachen erzählen, die man so im Vlog nicht rüberbringt. Was uns gefallen hat, was uns weniger gefallen hat, was wir generell über das Disneyland Paris denken und noch einiges mehr. Das alles erfahrt ihr jetzt in diesem neuen Video. Ich wünsche wie immer viel Spaß. So, ihr Lieben, also eine Information vorweg, falls ihr selbst noch nicht dort wart und es auch anderweitig noch nicht gehört habt. Das Disneyland Resort Paris besteht aus zwei Freizeitparks, die separat besucht werden müssen. Ist ja klar, es gibt das Disneyland und die Walt Disney Studios. Und beide Parks bieten Fahrgeschäfte, Themenfahrten, Achterbahnen, Karussells, sowas in der Art. Man muss halt im Vorfeld gucken, wo was fährt, was einen mehr interessiert. Und ja, so haben wir es auch gemacht. Uns interessierte halt eben das große Disney-Schloss, die Minenachterbahn Big Thunder Mountain. Wir wollten die Themenfahrt Pirates of the Caribbean fahren und auch die Star Wars-Achterbahn Hyperspace Mountain. Und deshalb ging rein vom Mehrheitsentscheid her das Los quasi ans Disneyland. Was nicht heißen soll, dass in den Walt Disney Studios keine guten Attraktionen stehen. Also wir mussten da natürlich auch ein bisschen Verzicht üben. Wir haben, auch das habt ihr gesehen, das Ticket für nur einen Freizeitpark gekauft. In der Regel schafft man an einem Tag auch beide Freizeitparks nicht. Als wir dann vor Ort waren, haben wir gemerkt, okay, heute ist es unerwartet leer. Wir hätten tatsächlich beide Parks geschafft. Allerdings, falls ihr meinen Vlog schon gesehen habt, habt ihr ja sicherlich auch den strömenden Regen gesehen. Und wir haben schon ganze 7 Stunden im Disneyland durchgehalten. Danach waren wir so durchnässt, dass wir ehrlich gesagt auch froh waren, endlich zurück zur Ferienwohnung fahren zu können. Wir hätten den zweiten Freizeitpark tatsächlich noch geschafft. Dann hätten wir uns natürlich keine 7 Stunden im Disneyland aufhalten können. Dann hätten wir irgendwann wechseln müssen. Aber wir waren halt nass und ja, es reicht dann auch. Man muss ja seine Gesundheit nicht herausfordern. Wir haben insofern Glück gehabt, dass es mild war und dass es windstill war. Also wir haben zu keinem Zeitpunkt gefroren. Aber trotzdem, wenn man dann wirklich schon so nass ist, dass es innen in der Jacke die Ärmel runterläuft, und du stundenlang mit nassen Händen durch den Park rennst, wirklich kein Scherz, dann ist, also irgendwann hast du so einen Punkt erreicht, es reicht, du willst dann nicht mehr, du fährst dann nach Hause. Aber wir kommen definitiv nochmal nach Paris und werden uns dann gerne auch die Walt Disney Studios anschauen. Ja, warum sind wir bei diesem schlechten Wetter überhaupt hingefahren? Also, wir haben eine Woche Urlaub in Paris gemacht, weil wir Paris kennenlernen wollten, nicht das Disneyland. Oder besser gesagt, nicht nur das Disneyland. Wir haben halt eben Paris mit den ganzen Sehenswürdigkeiten, Wahrzeichen und so weiter besucht. Und ein Tag war noch nicht verplant, da konnten wir halt ins Disneyland. Es ist nämlich so, dass wir ja auch andere Sachen besucht haben, zum Beispiel den Eiffelturm oder das Kunstmuseum Louvre. Und du musst die Tickets dafür schon Wochen, also Monate vorher buchen, weil die Kontingente ganz schnell weg sind. Und der einzige Tag, wo wir noch nichts gebucht hatten, war halt eben der Mittwoch. Der besagte Mittwoch, wo das Wetter so schlecht war. Die Alternative wäre gewesen, dass wir gar keinen Freizeitpark besucht hätten. Park Asterix war eigentlich für den Sonntag zuvor geplant. Das fiel auch schon ins Wasser. Warum? Das habe ich auf Instagram veröffentlicht. Und jetzt Disneyland dann noch links liegen lassen? Also, nee, das wollte ich nicht. Wenn wir uns schon auf den Weg nach Paris machen, dann ist das halt auch mal bei Regen drin und es ist ja auch ein toller Tag geworden. Ja, fangen wir von vorne an. Du kommst halt an mit der S-Bahn, bist dann schon relativ schnell auf diesem Areal vom ganzen Disneyland Resort, gehst dann durch eine Sicherheitsschleuse, wo auch deine Rucksäcke und Taschen durch ein Röntgengerät geschoben werden, was ich persönlich sehr begrüße, denn es ist ja auch zu meiner eigenen Sicherheit, denn dann weiß ich, dass keine Person mit irgendwelchen gefährlichen Gegenständen durch die Parks marschiert. Und nach dieser Sicherheitsschleuse bist du auf einem großen Vorplatz.
Und da hast du quasi immer noch die Wahl, gehst du jetzt ins Disneyland oder in die Walt Disney Studios. Diese Tickets, diese Einparktickets, die du kaufst, sind nicht parkgebunden. Du kannst dich also quasi vor Ort noch umentscheiden, wenn du möchtest. Ja, wir sind halt ins Disneyland. Waren kurz nach 9 da in dieser großen Eingangshalle. Punkt 9:30 Uhr haben die ihre Pforten geöffnet, wir sind rein und es ist ja wirklich schon pompös. Es war natürlich sehr regnerisch und alles war mit so einem Grauschleier, sage ich mal, überlegt. Aber das war nicht schlimm. Ich meine, ich bin ja durchaus in der Lage, mir das vorzustellen, wie das ohne Regen aussieht und bei Sonnenschein und so weiter. Aber die haben schon wirklich das Beste rausgeholt und du fühlst dich da auch wirklich willkommen. Das hat schon so ein bisschen was Zauberhaftes. Und das sag ich als Nicht-Disney-Fan. Ja, und dann sind wir ein bisschen weitergegangen. Dann steht ja da das Disney-Schloss. Das siehst du ja automatisch. Da gehst du dann gerne drauf zu. Schon mal die ersten Aufnahmen gemacht, durchgegangen. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen gut beigefühlt. Dachte ich auch, ah, endlich bist du auch mal hier. Das war schon schön. Dann sind wir weitergelaufen. Ohne Idee, wohin, wo lang. Ich wollte mir am Vortag noch in der Disneyland-App so ein bisschen den Parkplan einstudieren und habe mir dann auch gedacht, nee, brauchst du nicht, da werden ja schon Wegweiser stehen. Die standen da aber nirgendwo. Also die ganzen berühmten Attraktionen oder zumindest so die Themenländer oder so hätten ja mal so ein Wegweiser verdient. Nein, es ist nichts und auch wirklich nichts ausgeschildert. Gar nichts. Außer mal ein WC und der Ausgang. Aber auch nur ganz spärlich. Das finde ich sehr schade. Die Idee ist natürlich, dass du dir halt die App aufrufst und dann den Parkplan auf dem Handy ja halt eben siehst und dich auch navigieren lässt. Das ist die Idee dahinter. Dann ist der Park halt auch nicht so zugekleistert mit Hinweisschildern. Ja, nur wenn es natürlich sintflutartig regnet, ist das nicht so praktikabel und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, ständig mit dem Handy vor der Nase durch den Freizeitpark zu rennen. Ich bin eigentlich auch mal ganz froh, wenn ich das Ding stecken lassen kann. Und zudem habe ich ja sowieso immer schon in einer Hand diese Kamera, aber das ist natürlich mein persönliches Problem. Naja, also so ein paar Wegweiser zu den großen Attraktionen, das hätte ich tatsächlich schon mal schön gefunden. Mir ist auch klar, dass ein Smartphone bis zu einem gewissen Grad auch, ja, wasserdicht oder zumindest regenfest ist. Aber erstens wollten wir keinen Geräteschaden provozieren, denn es war wirklich schon sehr, sehr nass. Und zweitens, kannst du dieses Gerät im Ausland sehr gut gebrauchen. Also da geht man dann schon kein Risiko ein, muss ich euch ganz klar sagen. Naja gut, dann sind wir zweimal oder dreimal in der Sackgasse gelandet und letztendlich war die erste Attraktion dann die Star Wars Achterbahn Hyperspace Mountain. Habe ich mich drauf gefreut, die wollte ich unbedingt fahren. Und das hat schon so gewisse Dimensionen, also auch gerade was die Abfertigung angeht, da war ich schon sehr beeindruckt. Eine Doppelladestation, zwei Züge kamen da immer parallel und wenn ein Zug abfuhr, kam auch gleich der nächste und die Ride Operator waren freundlich, aber flott, flott, flott. Also die haben dann schon so ein bisschen so. Und die kleine Menschenmenge, die da stand, war wirklich innerhalb von ganz wenigen Minuten abgefertigt. Das schon Hut ab. Und du kannst das Gepäck mit in die Achterbahn nehmen. Das finde ich super klasse. Ja, geht ja in der Efteling übrigens auch, außer beim Dive Coaster Baron 1898. Aber gut, das liegt in der Natur der Sache. Da ist ja kein Boden drin, beziehungsweise der geht dann ja weg, wenn du losfährst. Okay, soll aber nicht ums Efteling gehen. Ja, du kannst die mitnehmen, trotz Inversion und so weiter. Klar, die Fliehkräfte halten dein Gepäck ja auch an Bord. Was soll immer dieses ganze Tamtam, was die anderen Parks machen? Manchmal ein bisschen nervig. Waren ja auch alles klassische Sit-Down Coaster, die natürlich auch nicht mehr die jüngsten waren, das hat man auch während der Fahrt gemerkt, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf, hat schon ganz schön gerappelt. Ja, als wir die Attraktion dann nach nicht mal 10 Minuten schon wieder verlassen haben, hat man uns dreien angemerkt, der Knoten ist geplatzt. Ne? Vorher ist man so ziellos durch den Park geirrt bei strömendem Regen, das ist ja jetzt nicht gerade so, dass das die Laune hebt. Und nach der Fahrt mit der Hyperspace Mountain waren wir dann doch alle glücklich, Adrenalin geladen und dann haben wir auch gesagt, so komm, egal, Regen jetzt, wir machen das Beste draus, weiter geht's. Und dann sind wir weiter zur Big Thunder Mountain. Das war ja halt so mein zweiter großer Wunsch, endlich mal diese große, berühmte Minenachterbahn zu fahren. Also es ist nicht die Minenachterbahn. Die ganzen Disneyländer weltweit haben halt so eine Attraktion stehen im Grand Canyon Style, lange Strecke, einfach total schick anzusehen. Und da sind wir hin und ich habe mich schon auf eine schlimme Wartezeit eingestellt, egal ob Regen oder nicht.
Und dann waren da ebenfalls nur 10 Minuten angeschlagen. Und ich habe mich total gefreut und gewartet haben wir aber nicht mal 10 Minuten, sondern nur 5. Ja, und dann ging es los. Das Fahrgeschäft, also diese gesamte Attraktion mit der Themenlandschaft, ist wunderbar. Dieser Grand Canyon ist ja auf einer Insel. Da fährt die Bahn halt eben auch ihre Runden und Tunnels ab. Drumherum ist komplett Wasser und die Station ist außerhalb dieser Insel, also quasi auf dem Festland. Und wenn du losfährst, fährst du erst durch einen Tunnel unter dem Gewässer durch und dann fährst du halt eben auf der Insel da lang. Es ist wirklich toll. Es ist ein ganz tolles Streckenlayout. Leider rappelt auch diese Bahn, was ich da allerdings nicht schlimm finde, denn bei einer Grand Canyon Minenachterbahn ist das ja thematisch schon echt stimmig. Und auch da ist es jetzt nicht exorbitant schlimm. Also, wenn die jetzt so ganz weich gespült gewesen wäre, das hätte ich schon wieder für unpassend gehalten, muss ich sagen. Trotzdem wäre eine neue moderne Achterbahn, egal in welchem der beiden Parks sie steht, wäre schon schön. Und da funktioniert natürlich nicht sowas wie Ride to Happiness im Plopsaland. Ja, das ist zwar eine wunderbar tolle, moderne, thrill-lastige Achterbahn. Das wäre dann, glaube ich, für das Klientel schon wieder too much. Es wäre aber auch einfach von der Kapazität, die du mit dieser Bahn fahren kannst, viel zu wenig. Kapazität meint, wie viele Leute kannst du pro Stunde bespaßen? Wie viele Leute kannst du pro Stunde abfertigen? Das bezeichnet die Kapazität einer Bahn. Und beim Ride to Happiness sind das ja gerade mal irgendwie 500, maximal 550 Leute pro Stunde. Das reicht für Disneyland-Verhältnisse hinten und vorne nicht aus. Ja, denn auch bei der Big Thunder Mountain, um da mal wieder zurückzugehen, kommt ja auch ein Zug nach dem anderen und da nehmen ja dann gleich 20, 30 Leute drin Platz. Ich habe keine Ahnung, war jetzt nur so in den Raum geworfen. Ich habe mich jetzt nicht informiert. Aber das geht da schon sehr schnell. Also da müsste tatsächlich sowas wie Taron hin. Taron, ja, im Phantasialand, ist ein ganz normaler, langer Zug, ein Sit-Down-Coaster, der Spaß macht. Das Phantasialand hat auch bewiesen, dass man mit wenig Platz halt auch so eine Achterbahn bauen kann. Die Kapazität ist ordentlich. Man kann diesen Coaster-Typ natürlich auch ein bisschen weniger intensiv gestalten, dass dann das halt für Familienverhältnisse besser ist. Aber so eine neue, moderne Achterbahn wäre tatsächlich mal ganz schön für den Park. Bei unserem Durchgehen durch den Park ist mir auch aufgefallen, es fehlt eine Wasserbahn. Also eine Wildwasserbahn, ein Lockflume oder auch eine Raftingbahn meinetwegen. Und da hat aber das Disneyland schon reagiert, denn es ist angekündigt, allerdings für die Walt Disney Studios, da soll ja in Zukunft eine Wildwasserbahn entstehen. Wo genau, wann genau, weiß ich nicht. Es soll aber eine König der Löwen-Thematisierung dabei sein. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wie ich finde. Beim Durchlaufen durch das Disneyland, ich kann ja jetzt leider nur von diesem einen Park berichten, ist uns auch aufgefallen, so groß ist die Anlage jetzt nicht, ne? Also in der Gesamtheit mit dem Vorplatz, mit den Studios, mit der Hotelanlage und so weiter, ist das schon ein großes Areal. Aber ich sehe in dem Moment natürlich nur den Eintritt, den ich entlohnt habe, nämlich an dem Besuchstag 72 Euro pro Person. Waren also 216 Euro, die wir für den Tageseintritt bezahlt haben. Das ist schon ordentlich. Allerdings darf man auch nicht vergessen, Disney und französische Verhältnisse, alles ein bisschen teurer, ist schon okay. Nur trotzdem war ich dann verwundert, dass auch, wenn man bedenkt, wie viele Leute da aus Europa hinströmen in den Park, da hätte ich schon gedacht, dass man dem Park so ein paar Hektar mehr spendet. Ist keine Kritik, ist jetzt nur einfach eine Feststellung von mir. Ja, zwischendurch haben wir immer wieder versucht, Pirates of the Caribbean zu fahren, die anfangs allerdings dann noch geschlossen hatte. Ja, ein bisschen später dann auch noch. Also die hat später am Tag geöffnet. Keine Ahnung, was da los war, das weiß ich nicht. Technischer Defekt oder Personalmangel oder irgendwas völlig anderes. Ist ja auch egal, irgendwann machte sie auf. Dann sind wir da auch rein. Eine wunderschöne Bootsthemenfahrt. Muss man natürlich spontan so mit der Fata Morgana in der Efteling vergleichen. Gut, Pirates of the Caribbean ist die modernere Anlage, auch die schönere Anlage. Also diese Feuereffekte, diese Pirateneffekte sind wirklich richtig, richtig gut geworden. Das ist, ihr könnt es ja auch in den Aufnahmen sehen, das ist eine großflächige, beeindruckende Kulisse. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also klar, Thematisierung.
kann das Disneyland? Leute, hallo, das hat den Park ja früher schon ausgemacht. Egal, wo ihr seid, es ist alles super schön thematisiert, bis ins Detail. Auch die Jahrzehnte alten Thematisierungen sind alle top gewartet. Es ist sauber, es wird auch immer wieder überlackiert. Also diese Gesamtoptik des Parks wird gepflegt, da wird ganz viel Wert drauf gelegt und ja, das kostet natürlich auch eine ganze Stange Geld, was sich letztendlich im Eintrittspreis widerspiegelt. Wir waren dann auch irgendwann essen. Lilly hat natürlich eine Pizza genommen, ganz typisch mit diesem Mickey-Maus-Kopf-Design. Die war sehr lecker, sie sah lecker aus und sie war es dann wohl auch. Ich habe mir so ein Menü bestellt für 18 Euro. Und zwar wollte ich erst Spaghetti Aglio e Olio haben. Habe ich es jetzt echt richtig ausgesprochen? Naja, hatten sie jedenfalls nicht. Also habe ich dann ganz normal Spaghetti Napoli genommen. Dazu gab es dann noch einen frischen Salat mit richtig leckerem Olivenöl und einem Kaltgetränk. Und ach ja, und vier Klopse gab es noch dazu. Vier Klopse, vier Buletten, vier Frikadellen, vier Fleischpflanzerl. Je nachdem, aus welcher deutschsprachigen Region ihr kommt, nennt man das ja anders. Also vier Klopse. Vier. So. Und naja, wenn man so Freizeitparkessen zu sich nimmt, denkt man ja im Vorfeld immer schon, naja, mal gucken, wie es diesmal wird. Und dann wurde es aber erstaunlich gut. Diese vier Klopse, Buletten, Frikadellen, Fleischpflanzer, wie auch immer, die schmeckten wirklich wie selbstgemacht. Ob sie es waren, weiß ich nicht. Sie schmeckten aber so. Also die waren echt lecker. Und auch die Tomatensoße von den Spaghetti, ich hätte mich reinsetzen können. Das war richtig. Richtig frischer Tomatengeschmack. Da war kein Glutamat drin oder es hat total lecker geschmeckt. Auch der Salat und das Öl, sagte ich ja schon. Und anfangs hat man auch gedacht, 18 Euro, ganz schön happig. War völlig in Ordnung. Und man hat das auch den anderen Gästen angesehen, die waren alle sehr zufrieden mit ihrem Essen. Und man ist dann tatsächlich nochmal so ein bisschen sitzen geblieben, hat da so ein bisschen erzählt. Und also es hat insgesamt gefallen. Und dann gehst du ja auch wieder glücklich aus diesem Restaurant raus. Jedes Mal, wenn man so ein Gebäude verlassen hat, hat man so ganz leise die Hoffnung gehabt, vielleicht hat es ja in der Zwischenzeit aufgehört zu regnen. Bitte, bitte, bitte. Man wurde aber leider jedes Mal enttäuscht. Nein, man wurde nicht jedes Mal enttäuscht. Einmal nicht. Wir waren dann irgendwann, ich glaube nach dem Essen sogar, in der Attraktion Phantom Manor. Das ist so ein, wie soll ich das sagen? Also es ist quasi die Geister-Rikscha des Disneyland. Und als wir die Attraktion verlassen haben, hat es auf einmal aufgehört zu regnen. Nicht nur das, es kam sogar die Sonne raus. Und da waren wir alle so überrascht und so verwundert. Damit hat niemand gerechnet an dem Tag. Und das sieht man mir auch an meinem Gesichtsausdruck. Ich war da völlig, völlig überrascht. Es hielt leider nicht lange an, also 10 Minuten, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht verschätze. Es fing dann vorher, glaube ich, schon so ein bisschen an zu nieseln. Das hast du schon gar nicht mehr wahrgenommen. Und irgendwann wurde es dann aber immer mehr, immer doller. Und dann waren wir wieder so im alten Modus, sage ich mal. Es hörte dann übrigens auch den gesamten Tag nicht mehr auf, die ganze Nacht nicht und am nächsten Tag den ganzen Vormittag. Es hat geregnet, geregnet, geregnet. Ich habe keine Ahnung, wo in Paris das alles hinfließt. Ich habe das in den Blogs schon gesagt. Gullydeckel sind da passé. Weiß nicht, wo das da hinfließt. Es wird ja irgendwo hinfließen. Aber es funktioniert sicherlich ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Heimat, denn Paris ist ja durchtunnelt mit U-Bahn-Schächten. Ja, ihr Lieben, über die Walt Disney Studios kann ich leider nicht berichten. Aber wie ich schon sagte, Paris und auch das Disneyland werden wir ein zweites Mal besuchen. Ich finde es tatsächlich sehr reizvoll mit diesen zwei Freizeitparks. Es ist mir schon klar, dass da auch ein bisschen Geldmacherei hinter ist, aber ich denke mal, das Disneyland braucht dieses Geld auch und es ist völlig in Ordnung für mich. Ich finde es letztendlich, wenn ich mal so positiv sprechen darf, sehr reizvoll. Ja, zum Schluss noch mal ein Wort zu unserem Gesamteindruck. Also der Gesamteindruck ist positiv, so viel kann ich euch schon mal verraten, aber jetzt kommt das große Aber, nein, keine Angst. Es ist ja so, das Disneyland Paris ist ja europaweit bekannt. Die Leute waren jetzt vielleicht noch nicht persönlich da, aber aus den Medien kennt man es ja. Dafür sorgt das Disneyland ja selbst, dass es halt immer eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erzielt. Aber auch die Gäste, die dort waren, sorgen ja für diesen Hype. Das muss ich natürlich erklären. Es ist so, es gibt viele Walt Disney Fans,
die nie einen Freizeitpark besuchen würden, sage ich mal, aber natürlich diesen Walt Disney Park unbedingt mal kennenlernen möchten, weil sie die Figuren dann sehen, weil sie halt diese Themenfahrten interessieren und so weiter. Das heißt, dieses Disney Resort in Paris wird halt auch viel von Menschen besucht, die ansonsten keinerlei Freizeitparkerfahrung haben und die deshalb auch gar nicht wissen, dass es auch andere Parks mit einer Top-Thematisierung gibt, wie zum Beispiel das Phantasialand, wie zum Beispiel der Efteling in den Niederlanden, wie zum Beispiel ja auch das Plopsaland de Pan möchte ich da fast schon mit reinzählen. Das sind Parks, die alle nachgezogen haben. Das Disneyland in Paris war sicherlich damals Vorreiter. Wenn wir uns mal so 15 oder bis 20 Jahre in die Vergangenheit beamen, da war es ja so, da war ja Thematisierung noch nicht so in aller Munde. Da hat man eine Achterbahn hingestellt, bupp, bisschen rumthematisiert, ein paar Steinklötze oder irgendwie sowas. Und das war dann halt schon schick. Da hat kein Hahn danach gekräht, nach Thematisierung oder nach diesem neuartigen Begriff Immersion. Das gab es damals noch nicht. Beziehungsweise das gab es noch nicht so oft. Das Disneyland war damals seiner Zeit weit voraus. Mittlerweile sieht es aber eben anders aus. Und es gibt Parks, die das ebenfalls können. Überlegt mal bitte der Efteling. Was die für Themenfahrten haben. So, mal überlegen. Die haben Symbolika. Mega moderner Trackless Dark Ride. Die haben Karneval Festival. Die haben Fata Morgana. Die haben Drumflucht natürlich. Jetzt am 31. Oktober macht die neue Attraktion Danse Macabre auf. Die haben sogar die Wasserachterbahn Fliegende Holländer mit diesem großen Dark Ride Part. Also thematisch ist dieser Park eine Bombe. Ja, und trotzdem haben die die Achterbahnfreunde nicht vergessen und haben mit diesem B&M Dive Coaster oder auch mit diesem genialen hölzernen Dueling Coaster Joris and the Drag Attraktion hingestellt. Zucker. Ja, die haben sogar diese schöne Aussichtsplattform Pagode. Also, man kann ein Themenpark sein und aber auch solche Attraktionen anbieten. Es funktioniert. Das Disneyland, denke ich mal, sollte auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken. Und ja, manchmal macht es ja nur eine Attraktion aus, dass der Park wieder in aller Munde ist. Wenn ich da mal so ans Plopsaland denke, bevor die Ride to Happiness gebaut haben, war das ja auch so ein Park, wo man gesagt hat, okay, der ist schön gemacht. Da fährt eine Holzachterbahn, die ist ganz gut. Da fährt Anubis the Ride, eine Stahlachterbahn, die ist ganz gut. Aber ansonsten war das so ein Park, ja, der darüber hinaus mehr so kleinere Sachen angeboten hat. Und dann kam Ride to Happiness und schon ist der Park bums, explosionsartig bekannt geworden. Und das ist etwas, was den Disneyland Paris mittlerweile, muss man sagen, das war vor 15 Jahren halt noch nicht so oder vor 10 Jahren, aber mittlerweile müssen die da echt nachziehen. Ja, das Disneyland Resort Paris ist am besten zu erkunden, indem man da einen Kurzurlaub macht. Das muss ich zugeben. Das ist tatsächlich das Beste. Es geht ja nicht nur darum, immer alles zu schaffen, zu schaffen. Es geht ja auch darum, wenn du mehrere Tage da bist, du kannst ja in diese Thematik eintauchen, in diese Disney-Thematik. Du kannst ganz beruhigt durch den Park gehen. Du kannst Fahrgeschäfte ja auch mehrfach nutzen, weil die ja so geartet sind, dass du ja immer wieder was Neues entdeckst. Und also ich glaube, da ein Kurzurlaub ist richtig toll. Und wenn ihr es da sogar schafft, eine ganze Woche zu bleiben, dann möchte ich euch an dieser Stelle trotzdem nahelegen, euch mal für 5 € pro Person ein Schnellbahnticket zu holen und in die City von Paris zu fahren. Denn da könnt ihr dann auch nochmal ganz andere Sachen, Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten besuchen, auch für einen relativ moderaten Preis, wie ich finde. Wie ich sagte, ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man schon in Paris ist, sollte man auch so ein bisschen was von der Kultur mitnehmen. So ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wie ich immer sage, das wäre ganz gut. Und ich möchte abschließend nur noch den Satz sagen, die wahren Meisterwerke stehen nicht im Disneyland. Damit möchte ich enden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.